hier Lurani Trophy, 25 Minuten. Wir hatten gerade von der SCT schon gehört, dass Petra Wiese da auf der Strecke für Begeisterung gesorgt hat. Hier ist ein reiner Männerkampf, ein reines Herrentreffen sozusagen. Natürlich werden die Technikfans vor allem wissen wollen, was denn da für Autos unterm Fahrerhintern sind, ja. Bei Justus ist ein Brabham BT-6, Philipp Bohrhofer im Lola und im Lotus-Tours Eberhard. Natürlich der Lotus, ein eher verbreitetes Fahrzeug, Brabham BT-5, die wir relativ gut auf der Strecke vertreten. Und da muss man fair bleiben, deswegen gucken wir uns auch wirklich mal die an, die mit leichten Waffen auf der Strecke kämpfen. Und da sind unsere drei Erstplatzierten sich, glaube ich, doch ziemlich ein. Denn gleich muss Eberhard mit dem Lotus versuchen, diese Brabham-Doppelspitze von Justus und Tonetti zu durchbrechen. Aber auch mal knappe 2 Sekunden hinter Tonetti. Also das wird vielleicht nicht ganz einfach, das kann ich nicht machen. euch die Start auf Helm B. Es sind jetzt keine Leuchten mehr dabei. Da ist dann so eine heiße Strecke auch wirklich optimal. Der Brabham BT-6, der wohl auch langsam zum Favoriten doch noch ein Motorstreik oder ein Fahrfehler das Ganze durchkreuzt, dann haben wir dann vielleicht wieder ihren Streik, wenn die auch dabei sein wollen, auf der anderen Seite aufgebaut worden, weil die Nachrichten damals so gesagt haben. Jetzt aber, ne? Kommst du noch mal angegriffen? Ja. Tonetti feuert aus allen Rohren, fährt unter 11:35 Uhr circa. Und dann